Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei 5 mit mir, DF. Und ich gucke nochmal, ein Gästchen hatten wir, glaube ich, schon. Und kann ich das, ja, hier. Ja, ein Gästchen hatten wir schon. Deswegen brauche ich da nicht hingehen. Ich habe jetzt länger nicht gespielt, deswegen war ich mir nicht mehr sicher, ob ich schon ein Gästchen geholt habe. Da sind Sachen, die ich sehe, auf der Karte. Ah ne, das ist da oben, ja, stimmt. Diese Magatsui? Ne, Magatsu? Linien? Keine Ahnung, wie die hießen. Wir gehen, bevor wir hier lang gehen, das ist der Weg weiter, gehen wir hier runter. Und gucken uns hier ein bisschen um. Das sind nur Catchies. Und unsere Goras, glaube ich. Hier ist schon ein stärkeres Gebiet, wenn ich mich recht erinnere. Hier für Räucherstäbchen. Hier halt ein bisschen. Okay. Mit den Gegnern habe ich nicht gerechnet, weil damals waren hier andere. Ich glaube, Tio ist. Ne, Agi ist deine Schwäche. Und Tama. Tio ist auch nicht deine Schwäche. Dann haue ich auf dem Erleid. Das ist ein komischer Name drauf. Hammer ist deine Schwäche, deswegen setzen wir mal Hammer ein. Schwäche 4. Drauf. Seine Schwäche ist Sun. Aber wir haben, glaube ich, keinen, der Sun hat, ne? Aber Agi war auch seine Schwäche. Nein. Wenn er alles vergisst, ne? Schon kacke. Okay, leider haben wir überlebt. Jetzt setzt er dir ein. Schwäche ist Sun, aber ich habe hier keinen, der Sun kann. Gibt es auch einen Grund, warum ich die Gruppe gerade dabei habe? Ich meine, dann ist es halt so, dass ich die Gruppe dabei habe. Aber haut drauf. Wir hauen mit allen drauf. Wenn der Kampf einfach vorbei ist. Und dann gucke ich nochmal meine Gruppe an. Ah ja, die CD habe ich ja verfusioniert. Stimmt, ja. Ja, hallo. Bitte keine Catchies, weil die sind doof. Eure Schwäche war Hammer und Agi. Ich glaube, ich setze mal ein Dia auf eben Catchy ein. Das Hammer einsetzen. Du setzt Dia ein auf Daimon. Dann setzt Agi ein, auf den der schon angeschlagen ist. Und du haust den Kyklum. Jetzt kriegen wir zwar ein bisschen was ab, oder auch nicht. Ich dachte, die Runde wäre vorbei. Unsere, aber war sie nicht. Ein Hörmisch, der Dämon ist mit dir reden. Hier sind noch mehr von diesen komischen Viechern. Hier, hau drauf. Hammer. Hau drauf. Agi. So. Was ich ein bisschen doof bin. Ach, kack, ich hätte Hammer einsetzen sollen. Jetzt krieg ich einen Deckel. Bitte nicht auf den Engel. Bin ich hier resistent gegen. Weißt du was, ich halte da den Engel. Was ich ein bisschen doof finde, was jetzt nichts gegen das Spiel ist, sondern so allgemein halt ebenso ist, ist, das Spiel hat neuen Content und ich habe das Spiel ja damals schon auf der Switch gespielt und eigentlich ist das cool, dass, dass hier neuer Content ist und so. Ist eigentlich ziemlich cool, aber was dabei doof ist, ist, dass ich am Anfang verglichen habe, wie schnell ich im Gegensatz zum ersten Mal spielen bin. Weil ich gucken konnte, wie weit ich mit den Folgen bin und so. Im Gegensatz zu damals, wo ich das auf der Switch gespielt habe. Das
Das Ding ist aber, da es hier so viel neuer Content gibt, kann ich das mittlerweile nicht mehr machen, weil ich Sachen gemacht habe, die es im Switch-Version einfach gar nicht gab. Kann man hier hintergehen? Nein. Das hat mich, glaube ich, damals schon aufgeregt, dass man hinter einem Wasserfall nicht, in einem Videospiel hinter einem Wasserfall nicht gehen kann. Hier sind Automaten. Da ist eine Quest. Wo ist die Puppe? Ich glaube, ich erinnere mich an die Quest. War, glaube ich, nicht so einfach. Hallo, liebe Frau. Wer bist du? Oh, es sieht nicht aus, als hätte man dich auf mich angesetzt. Zum Glück. Ich bin eine Seejungfrau. Ich stecke in der Patsche. Oben auf diese Hügel ist ein Teich, wo Seejungfrauen leben. Aber eines Tages begann meine Freundin, sich irgendwie selbst aufs Verhalten. Als wären sie von einer schrecklichen Flucht befallen. Wo mir überhaupt klar wurde, was passiert ist, Bevor mir überhaupt klar wurde, was passiert, haben sie sich auf mich gestürzt und mich angegriffen. Es ist ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Bitte hilf meinen Freundinnen. Ich weiß, eine solche Bitte muss dir selbst auch vorkommen, aber irgendwie dachte ich, wenn ich mich an dich wende, wird es schon gut werden. Flucht der Seejungfrau. Das ist... Danke, du wirst mir helfen. Du wirst mir wirklich helfen. Folge diesen Fluss in die Berge, dort findest du den Teich, in dem wir leben. Das ist, glaube ich, hinter... Aber sei vorsichtig, der Weg dorthin führt durch das Territorium von fälligen Dämonen. Hier, das möchte ich dir geben. Hoffentlich würde es dir helfen. Sei vorsichtig auf deinen Reisen, ja? Ich glaube, das ist nach dem Boss, der uns hier irgendwo gibt. Das werden wir ja sehen. Hier möchte ich das hier mal kurz. Wo kommen wir denn da aus? Ach, wieder hier. Das ist ja nett. Ich meine, ich kann ja... Ah ja, ich muss A drücken. Okay. Ich darf nicht dasselbe Ding nochmal benutzen. Ich kann hier mal eine Heilung machen und ins Dämonennest gehen. Wer wollte was von mir? Ich glaube Catch... Nein, nicht Catchy. Das O. Einhorn. Das ist doof. Kann ich von hier aus dahin? Ja, okay. Hallo, Einhorn. Hallo. Okay, du siehst nicht so aus, wie du klingst. Ich habe übrigens ein nützliche Gegenstände erhalten. Ich würde sie mit dir teilen. Räucherstäbchen. Ich kann nicht reden. Heute ist irgendwie wirklich ein Wurm drinne beim Reden. Ich meine, das habe ich manchmal, dass ich zu doof zum Reden bin. Was natürlich komplett doof ist bei Let's Play-Aufnahmen. Wir heilen mal. 161 Marker ist noch nichts. Aber manchmal ist es eben halt so, wie es ist. Da war ich ja schon. Ich erinnere mich, glaube ich, wo wir hin müssen oder hin können. Hier ist ein Onmoraki. It's still far off, but I sense the presence of a powerful demon. Ja. Der Tokyo Tower. Oh. Hey, you hear that? The demon of the tower sounds like he's on a rampage. He's super scary. He's got like a gajillion heads and he'll gobble up pretty much any demon that gets too close. That's why none of the other demons ever go near the tower. I've heard rumors that he even breathes fire and spits poison and stuff. The demon of the tower seems he's a dangerous foe. Young man, before we go to Tokyo Tower, I recommend we strengthen ourselves by defeating other demons or by recruiting them to our side. Ja. Da hast du recht. Ich wollte aber erst mit Onmoraki reden, aber tatsächlich will ich erst nochmal in der Rubino. Du bist schwach gegen Feuer, das sollten wir ändern. So, weil wir bei Tokyo Tower sind.
Ich habe eine Seejungfrau gesehen, die zum Ufer unter der Straße geschwommen ist. Schien es ziemlich eilig zu haben. Vielleicht war sie vor irgendwas auf der Flucht. Ja, danke. Das wusste ich. Hier soll auch etwas sagen. Splitter. Ja, diese Sandmänner oder was seid ihr nochmal für Viecher? Ivan Ragora, kann ich zu Klump bauen? Du bist ein Sandmann, Level 8. Hauptmann Ragora. Okay, dann machen wir sie mal weg. Dann passen wir. Dann reden wir eine Runde mit dem Sandmann. Wie geht's das Gespräch mit dem Dämon? Ist es so gut, mich einfach gehen zu lassen? Brauche deine Erlaubnis nicht. Okay, dann reden wir nochmal mit ihm. Dämon nähert sich, was willst du tun? Ihn aufhalten. Meine Ohren sind nicht mehr die besten. Steht also einfach mal. Du antwortest schön laut, ja? Okay. Ah, sehr gut. Perfekt. Dann lass uns jetzt verhandeln, ja? Was machen wir mal? Sehen. Ich denke, mir könnte ein Happen von deinem MP gebrauchen. Hier. 26 MP. Das reicht mir vollkommen aus. Ich bin Sandmann der Rasse Nacht. Sehr erfreut, Jungchen. Liebstein. Wie viele Dämonen habe ich? Okay, ich habe voll. Ich musste mal wieder fusionieren. Ein bisschen Platz zu machen. Aber ich glaube, wir werden auch das Schwäche ziehen. Du hast auch Zio, dann hauen wir drauf. Wie fast alle Zio haben. Du hast auch Zio. Das heißt, fast alle. Alle haben Zio. Was jetzt gebaut? Wie viele Erfahrungspunkte kriegen wir? Nicht wirklich viele, deswegen. Hey, wir kriegen Eisplitter und Sandmann Essenz. Aber weil du hier einfach so doof in der Gegend rumstehst, hau ich dich auch noch zu klumpen. Dann holen wir uns mal die Sachen hier. Das sind auch öffentlich MP, teilweise. Oh, ein Mitama. Gegenstand. Fernrohr auf den Sack Mitama. Hammer, okay. Hammer, haben wir. Ich glaube, ich spare MP und hau einfach so drauf, weil ich kann ja noch mit dem Catchy angreifen und der dürfte das auch töten können, ja. Stoffmaske, Modulspielkonsole und altes Baumaterial, Nebenstein. Und eigentlich ganz gut Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, ob es besser ist, die hochleveligeren Dämonen zu leveln oder die niedrigleveligen. Ich mache gerade die niedrigleveligen. Ich weiß aber nicht, wie gesagt, ob das gut ist. Das Zio hier. Das Agi einsetzen. Level up. Für den Demo. Oder für den. Der den Demo. Für den Engel. Rekam. Lernen wir noch nicht, weil noch nicht auf dem Level. Ja, jetzt kann ich den nicht erstmal rausnehmen und das Einhorn reinnehmen. Den Sandmann werde ich, glaube ich, nicht trainieren, oder? Dann nehme ich den. Was kannst du denn, mein Freund? Könntest du Bufu, rein theoretisch. Dann nehme ich den Catchy mal raus, weil Daimon kann ein bisschen mehr als Catchy. Ich kann nämlich auch Zio genauso wie Catchy.
Ah, hier ist. Wie soll was sein? Okay. Erschwingungsperle mal 2, wunderherrlich. Das ist gute Sandmänner. Aber die muss ich auch, glaube ich, alle gar nicht besiegen, weil die ein ziemlich niedriges Level haben mittlerweile. Für mich. Was kann das Einhorn eigentlich? Das kann Zahn. Ich bin schwach gegen Zio. Kasama Zahn, Hugo. Hau mal drauf. Hau mal drauf. Was ist hier? Man muss halt sehr viele Kämpfe mitnehmen, weil ich habe in Erinnerung. Ich war auch, glaube ich, ein bisschen unterlevelt. Ich habe halt in Erinnerung, dass ich wirklich Part of Mode bekommen habe. Damals. Bei dem ersten richtigen Boss, oder ich glaube, das war überhaupt der erste Boss. Und vorher gab es, glaube ich, Boss nicht. Und ich habe ja wieder auf normal gestellt, weil ich wollte auch wieder so ein bisschen Herausforderung haben. Dann muss ich halt einfach ein bisschen mehr leveln und nicht einfach so schnell durchs Spiel fliegen. Dann kann ich auch. Was war nochmal deine. Agi haben wir nicht, ne? Ja, dann hau auf den Sandmann drauf. Raus auf den Sandmann drauf. Und Diamond setzt sein Agi-Skill ein. Raus drauf. Da muss ich halt einfach ein bisschen mehr leveln, damit ich Diamond möchte mit dem Dämonen das mit dir reden. Damit ich besser durchs Spiel komme. Okay, da sind. Wissen die nochmal? Kudamas? Aber ich greife die Sandmänner an, weil die eine Zio-Schwäche haben. Ihr habt Hufu und Agi-Schwäche. Habe ich jetzt beides nicht. Ich bin auf den Sandmann drauf. Ja, gut. Wunderherrlich. Ja, machst Zio auf den Sandmann. Machst du Zio auf den anderen. Jetzt kriegen wir erstmal aufs Maul. Wir haben keine MP mehr mit dem Nahubino. Was ja wunderherrlich ist. Das ist ein Traum, aber schwacher körperlicher Angriff auf einen Gegner scheint zu auf Zugriff und Schlaf. Mach mal nicht. Agi. Der hat er überlebt. Die Sau. Jetzt kommt zwei. Rotation Crit. Auch ein Crit. Du haust drauf. Heilst dich mal. Wir haben auch gar keine MP mehr mit Diamond. Level up für die Nahubino. Ich gehe tatsächlich mal ein bisschen in Stärke. Also den ein bisschen vernachlässigt. Komme ich. Okay, ich. Wahrscheinlich, wenn ich hier drauf gehe, komme ich ja ganz woanders hin. Ich speichere mal, weil ich das schon länger nicht gemacht habe. Und das ist eigentlich sehr wichtig ist, speichern. Was sind hier für Dämonen? Ah, die da. Die Schweinchen. Die waren auch Level 10 oder sowas im Dreh rum, ne? Level 9. Was ist deine Schwäche? Udo. Habe ich jetzt nicht. Das Einhorn kann Udo.
Wunderherrlich. Guter Crit. Jetzt kannst du auch noch Mudo einsetzen. Kannst du nicht, weil du keine MP hast. Diamond, das kannst du überhaupt. Guter Leben. Greif das an. Das war ein Geräusch. Und jetzt Klump. Besten. Ach, was kannst du? Hallo, den zu kommen. Können nicht zufällig was heilen. Also. Die Verfixung. Okay, dann mach ich dir auf den Daimon. Einhorn, setzt Patra ein. Den Daimon. Lass mal Traumnadel ein, versuch es zu vergiften. Zu einschläfern. Aber die wachen wieder auf, wenn man sie angreift. Ähnlich wie in Final Fantasy. Gut zu wissen. Dann haben wir das Einhorn und das Einhorn. Du hast ein bisschen wenig MP, deswegen mache ich mal nicht Mudo. Hallo. Was war deine Schwäche? Zahn. Aber wir sollten uns auf die Weinchen konzentrieren. Zahn hat auch gerade, glaube ich, keiner. Doch, ich glaube, das Einhorn. Aber da konzentrieren wir uns gerade nicht. Also auf. Mit dem Einhorn musst du lieber auf die Chase. Die haben komische Namen. Viecher teilweise. Okay, gut. Dann passe ich mal. Du passt auch mal. Du kannst draufhauen. Du setzt dann Stun ein. Du hast aber auch keine MP mehr. Ja, mit 1 KP überlebt. Und jetzt halt es sich, wo du warst. Level up für den Sandmann. Ich zeig dir gleich, was so ein Ultraman noch auf den Kasten hat. Übrigens habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ob die ganze Übersetzung komplett neu ist, aber die ist auf jeden Fall ein bisschen anders als wie auf der Switch-Version, also auf der Shin Megami Tensei 5-Version. Vengeance-Version hat eine leicht andere Übersetzung. Ich weiß nicht, ob die komplett überarbeitet worden ist oder wie die das gemacht haben, keine Ahnung. Okay, ja, das war der Plan. Das war der Plan. Hör auf zu laufen. Okay. Geht auch nicht hoch. Kodama Essence. Was wie Fallschaden gibt's ja nicht, ne? Ja, Kodama ist das, kann ich nicht mitnehmen. Wo ist denn der nächste? Oder gehen wir zurück? Weil mir gehen so ein bisschen die MP aus. Vielleicht sollte ich auch nicht mal die hier. Okay, da ist ein Vitama, den hauen wir natürlich zu Klump. Gegenstände. Fernrohr auf den Vitama. Haben wir sogar dabei. Scheiße, haben wir nicht. Passen. 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 Gegenstand. Aber irgendwie. Kopfsplitter.
Kopfsanke. Ich dachte, das wäre Wind. Okay. Ich hätte auch die MP heilen können, aber wollte ich jetzt nicht. Das ist auch Special Zio. Du hast kein Zio. Aber versuch den mal einzuschläfern. Damit er uns nicht angreifen kann. Aber hat jetzt nicht so geklappt. Ey, kannst du ihn gerne zu klump? Weißt was? Ich greif den an. Er ist eingeschlafen. Ich greif den mit weniger KP an. Weil du schwach bist, Sandmann. Das Einhorn. Lernst du was? Nein. Da sind wieder die Pappkameraden. Die vergessen, wie die heißen, Kodama. Zio. Agi und Bufu. Okay, dann greifen wir aber ganz normal an mit dem Einhorn. Bufu auf den da. Okay, da können wir nichts machen. Oh, der Sandmann zu gehen, zumindest. Den Sandmann. Wäre jetzt schön, wenn du den besiegen würdest, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber hey, heißt die Wandern. Aber wir haben ja noch ein. Wenn ich Buko einsetze auf den da, dann hätte ich eigentlich schon eine Runde, ne? Mit Daimon, ja. Okay, dann haben wir da Gasova drauf, weil. Ich meine, wir haben Agi und Buko, aber. Ich spare mal die MP. Ich weiß, ich muss nicht jeden Kampf mitnehmen, aber es wäre besser, wenn ich ein bisschen level. Ich bin halt sehr verbrannt worden von dem Spiel. für mich am Anfang. Weshalb ich das so ein bisschen entgegenwirken will. Also damals auf der normalen Shin Megami Tensei Version war ich ziemlich kaputt gemacht vom Spiel. Und ich möchte da ein bisschen gegenwirken. Okay, dann haben wir noch ein Kodama über. Ja, was sonst was machen kann, Sun. Wir haben keine MP mehr mit dem Narubino. Was doof ist. Aber damit müssen wir erstmal leben. Daimon Level Up. Der lernt nichts. Den könnten wir auch mal fusionieren. Mit irgendwas. Will ich da. Ja, den Catchy nehme ich dann da rein. Was ein bisschen doof ist, aber ich will die niedrig gelevelten zuerst. Genau. Daimon will auch irgendwas von mir im Dämonennest. Okay, die laufen auch von mir weg, ne? Ja, dann lassen wir das mal. Ich kann mir jetzt nicht mit jedem einzelnen. Was